Ich wünsche euch Gottes Segen heute, an diesem letzten Morgen 2023. Ich werde direkt anfangen als Einleitung. Wir öffnen 2. Timotheus 3. Kapitel. 2. Timotheus 3. Kapitel. Entschuldigung, ich habe falsch gefunden. Es kommt 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Überlegt, welche Menschen haben wir jetzt oft? Wie sind die Menschen heute? Ja, so sind sie: undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler. Wenn ihr diese ganze hört, zum Beispiel die Meinung, dass du musst viel Geld verdienen, dass du musst für dich sorgen, du musst auf die andere keine Rücksicht nehmen, es muss dir gut gehen. Wieso sollen wir noch über die Eltern noch reden? Die verstehen sowieso nichts. Und die Sachen, diese Sachen, die werden heute ja als richtig, besonders bei den Teenager und den Kindern und den Jugendlichen, auch durch Fernseher, durch Internet, wird, dass das cool ist, dass diese sind gut, diese Eigenschaften. Wenn jemand sagt, du musst den Eltern gehorsam sein, ach Quatsch, du bist ein Schwächling, du musst, Geld ist für mich nicht wichtig, dann sagt jemand, du verstehst nichts. Wenn jemand sagt, du sagst so oft Danke alles, wozu muss ich danken? Sagt der andere, nee, muss ich nicht danken. Also entgegengesetzte, die schlechte, das hier geschrieben ist, das ist jetzt gut. Menschen, die andere lieben können, die nicht selbstsüchtig sind, die gütig sind, die ihren Eltern gehorsam sind, Menschen, die dankbar sind, die rein sind in den Gedanken, freundlich sind. Das ist eine Charakteristik der Schwächlinge. Menschen, die in diesem Leben nichts verstehen, das sind höchstwahrscheinlich, ist eine Charakteristik eines Sonderlings, eines komischen Menschen, aber nicht eines Guten. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr so sein sollt, so wie ich es möchte. Und Gott sagt, in der letzten Zeit werden diese Eigenschaften Norm sein. Die Menschen werden nicht freundlich sein. Sie werden nicht sich bemühen, den Eltern gehorsam sein. Sie werden nicht sich bemühen, selbstlos zu sein. Aber wenn wir auf die erste Gruppe schauen, ganz oft sind solche Menschen unglücklich letztendlich. Aber wenn wir schauen die zweite Gruppe an, da wo es Güte gibt und Liebe, die Menschen, die sind aus ihrem Herzen raus, haben die Glück und haben diese Güte in sich. Und wir können glücklich sein. Solche Menschen können glücklich sein. Aber wenn man im Herzen Schlechtes hat, dann kommen wir auch, also werden wir auch nach außen dieses Schlechte bringen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut in der Statistik, wie viel ein Diagramm vom Juli 23, wie die Menschen zufrieden sind oder befriedigt sind. Von 2019 sind es 34% sind sehr zufrieden. Und das war bis 22, von 2019 bis 22. Und die Menschen waren trotzdem in der Zeit der Corona-Pandemie
Krieg hier ist, aber die Menschen haben das Glücksgefühl, Zufriedenheitsgefühl verloren. Sie empfinden es, dass im Leben kein Glück ist. Andererseits ist ganz anderes in Ukraine passiert. In Ukraine ist in dieser Zeit, sage ich euch, in Corona-Zeiten waren es nur 18% Menschen, die zufrieden waren. Jetzt sind es 44, die zufrieden sind. Das ist seltsam. Ne? Es gibt keine Sicherheit. Es fallen Bomben über die Menschen. In Deutschland, wo es starke Industrie ist, gute Lebensqualität, aber die Menschen haben keine Zufriedenheit. In Ukraine haben Menschen ganz viel verloren. Ihre Stabilität, normale Arbeit, aber sie sehen, was sie verloren haben und wissen, was sie noch haben. Und 15% der Ukrainer sind ausgewandert, geflüchtet. Ungefähr sind es 6 Millionen Ukrainer, die in verschiedene Länder sind. 80% dieser Menschen haben ausgesagt, dass sie zurück wollen. Also 1-2 Millionen wollen bleiben. Also der größte Teil der Flüchtlinge, die wollen zurück, weil da finde ich besser. Alle Bürokratie, die ganzen Gesetze, neues Gesicht, neue Sprache. Ich weiß jetzt, wie gut ich es da hatte. Sie wollten zurück. Sie wollen zurück. Wir haben auch viele Bekannte, die zurückgefahren sind. Wir haben viele Bekannte, die zurück wollten, egal wie. Am 29. waren jetzt an einem Tag 130. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, es war so. Es war das, die meiste Zahl seit dem Krieg. Aber ich kann vergleichen, was ich hatte und was ich habe. Mich hat das so verwundert, weil wir oft nicht sehen, was wir haben und es nicht schätzen, was wir haben. Wir haben nicht gemerkt, dass es ist vorbei, das ganze Jahr. Wir haben es gar nicht gemerkt, wer vorbei ist. Heute hat Timo gelesen, sucht den Antlitz Gottes, damit er nicht nur seine Wunder, sondern auch seine Gerichte sieht. Er macht Wunder, aber er macht auch Gerichte. Und ich möchte heute mit euch reden, dass wir lernen, Gott Danke zu sagen, dass wir rückblickend Gott Danke sagen. Wir lesen darüber. Lukas 17, Evangelium Lukas 17. Von 11 bis 19 lesen wir. Und es begab sich, da er reiste zu Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einem Markt kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt und gebe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Als er nach Jerusalem ging, ging er durch Samarien, durch Galiläa, nach Judäa. Und als er in ein Dorf kam, dann haben ihn 10 Leute begegnet. Er ging durch dieses Dorf und diese Menschen dürfen nicht ins Dorf. Sie sind unrein. Sie
miteinander kommunizieren. Und vielleicht manchmal kommt ihre Familie und bringt ihm Essen, stellt sie ihn hin und geht dann weg. Die leben vielleicht in alten Gebäuden oder in Höhlen. Jetzt haben wir diese Anstalten und so weiter und Ärzte sind da. Damals gab es das nicht. Die Menschen mussten einfach für sich, so wie er sieht hier am Kaiserplatz, die Menschen, die haben kein Haus. So ungefähr, so lebten die. Sie brauchen sehr viel Hilfe, aber sie bekommen keine Hilfe. Essen nur, wenn sie jemand hilft, sich zu wärmen, nur wenn sie irgendwo eine Gelegenheit haben und die Gemeinschaft nur miteinander und nur dieses Elend vor Augen. Unterschiedliche Menschen, Samariter, Juden, sind schon unterschiedlich. Eine, was sie alle verbindet, dass sie unrein, alle unrein war. Und wenn sie der Straße entgegengehen, dann müssen sie sich weit hinstellen. Sie dürfen nicht mit den anderen. Sie müssen schreien, unrein, unrein. Und mussten vorwarnen, dass sie da sind, damit die Menschen das hörten. Ja. Mussten noch schreien. Stellt euch mal in diese Situation mit sich selbst vor. Anders hatten die nichts. Sowas hatten die nichts. Und das ist für immer. Sie waren unrein. Nächstes 12. Und als in einem Markt begegnet ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unter. Das war weiter zum Schluss vom Dienst von Jesus. Und sie wussten, haben bestimmt gehört von Jesus, dass er Wunder tut. Und sie schreien: Jesus, erbarme dich unser. Sie haben gehofft, vielleicht bekommen sie ihre Hilfe. Sie haben gehört, dass er da ist und haben Hoffnung gefasst. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. In dem Moment macht Jesus nichts. Ihr wisst, manchmal hat er eine Erde mit Spucke angereichert, manchmal hat er Hand aufgelegt und so. Aber hier sagt er nur, sie sollen gehen, die sind noch mit Aussatz befallen, aber sie sollen gehen. Und sie waren noch aussätzig, als sie losgingen. Er konnte diese Menschen warnen und rein, sie konnte nicht mitgehen und Jesus hören. Sie musste nur von Weitem sein. Und jetzt hat Jesus sie zu Priester geschickt. Und als sie gingen, wurden sie rein. Was mussten sie machen? Sie mussten in den Tempel kommen, zu den Priestern. Wir wissen, dass Jesus kam durch Samarien, Galiläa und dann erst kam Judäa nach Jerusalem, mussten die kommen. Der Priester musste zu ihnen rausgehen und musste sie komplett untersuchen und sagen, ja, der ist rein. So war das, so ein Gesetz gab es. Und Jesus sagt, geht und zeigt euch den Priestern, damit er es bestätigt, dass ihr rein seid. Der Mensch konnte zurück, wohin? In seine Familie zurück. Er konnte sein Leben in Ordnung bringen. Er konnte ein normales Leben führen. Das hat der, also diese Zusage des Priesters, hat ihn sozusagen zurückgebracht ins Leben. Nach so vielen Jahren Einsamkeit, Schmerzen, haben sie sich natürlich beeilt, um zu zeigen, sich zeigen und ein neues Leben eines Reinen zu leben und aufbauen. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um. Alle gingen nach Jerusalem. Und der eine, als er sah, dass er zurückkam und
Den ganzen Weg hat er Gott gelobt mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Es ist eigenartig. Er beeilt sich nicht nach Hause zu gehen, sondern er kommt zurück. Und ich fand es immer verwunderlich, welche Gründe ihn bewegten. Wenn jemand nicht rein geworden wäre, der wäre bestimmt zurück zu Jesus kommen, hätte gesagt, hey, irgendwas hat nicht funktioniert. Aber die sind gegangen und alle sind gesund geworden. Und jeder von ihnen hat jetzt eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich, Samariter brauchen gar nicht zum Priester gehen. Die Samariter hatten ihre eigene Liturgie, ihre eigene Gottesdienst. Aber die Juden mussten alle nach Jerusalem gehen. Und ja, unterwegs gehen wir zurück. Mit diesem Samariter, der geht ja nach Hause und danken Jesus. Oder wir gehen weiter zurück. Wir laufen schnell entgegen unseres Lebens. Wir laufen so, damit wir es erreichen, möglichst schnell. Man muss anhalten. Man soll anhalten und gucken auf das Wunder, das Gott in meinem Leben gemacht hat. Umkehren und Danke sagen. Aber sie wollen nicht, weil für sie ist es wichtig, zur Familie, zu ihrem alten Leben zurückzukehren. Diese Bestätigung bekommen. Sie haben ihre vollkommene Gesundheit bekommen. Aber sie haben nicht bekommen das, was der Samariter bekommen hat. Im 17 steht, Jesus aber antwortet und sprach. Stellte Jesus, sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gewundert, der wieder umkehrte und gebe Gott die Ehre, denn dieser Fremdlinge, der einzige Mensch, der auch nach Hause wollte, man kann es auch verstehen, er ging zurück nach Hause zu sich, aber er könnte auch vielleicht einen kürzen Umweg finden und hallo Jesus und schnell laufen, nach Hause laufen, aber er ging und lobte den ganzen Weg Gott und fiel nieder bei Jesus. Wo sind sie denn alle? Gebe ich nicht allen die Gnade? Habe ich nicht allen Sachen, für die man dankbar sein kann? Wo sind denn die anderen? Und wie wir sehen, in der Statistik, dass die meisten Menschen sind nicht zufrieden in ihrem Leben, weil sie nicht wissen, wofür sie danken sollen. Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle, um mir zu danken? Wo seid ihr alle, um mir Danke zu sagen? Und Gott sagt, nur 10%, also einer von 10, ist gekommen und hat gedankt. Und ich möchte so gerne, dass wir alle 100%ig dankbar sind, dass wir alle dankbar sind. Aber was bekommt dieser Mensch noch? Jesus geht und Samariter kommt ihm jetzt entgegen. Lautstark lobt er Gott. Und Jesus sagt ihm eine sehr wichtige Sache. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh weiter nach Samarien. Da ist auch die Frau, die am Brunnen war, ne? Die glaubt auch an den Messias. Du bist jetzt mein, du kannst weitergehen. Du hast eine Beziehung mit mir. Du hast nicht nur die Gesundheit, sondern, ja, Gesundheit gibt Gott oft, aber diese Beziehung mit Gott aufbauen. Gott, er hat jetzt erkannt, Jesus wie seinen Herrn. Es ist wunderbar, wie dieses Umkehren anhalten und sich entscheiden, zu Gott zu kommen und ihm Danke zu sagen. Dieses dankbare Herz, das ändert den Menschen. Aber die anderen, die sind leider gegangen, um ihr Leben wieder aufzubauen. Ich möchte so gerne, dass wir das nicht haben, dass wir fliegen und irgendwas unbedingt erreichen wollen. Vielleicht
Sport machen, irgendwelche Ziele verfolgen. Ich möchte, dass wir anhalten, dass wir ihm danken, dass er uns Leben gegeben hat. Schaut euch um. Bei uns sind in der Gemeinde Menschen, die in diesem Jahr getauft sich haben. Wir haben neue Menschen, wir haben so viel Neues in unserer Gemeinde, wofür wir immer danken können, immer wieder danken. Wir haben viel Ursachen zu danken, auch für nicht Gutes und Gutes. Besonders wenn wir vergleichen mit denen, die im Krieg leben. Wollen sein wie dieser eine Mensch. Also wir müssen anhalten. Und ich wollte noch lesen aus Kolosser. Kolosser 3,17. Ich sehe das nicht. Okay. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danken Gott und dem Vater durch ihn. Ein Herz haben, nicht so ein Herz, wie wir gelesen haben am Anfang, undankbar und unfreundlich, sondern anhalten und zurückblicken und danken Gott, danken, nicht nur planen für die Zukunft, sondern auch